Hallo Leute und willkommen zu meinem Vergleich zwischen dem 10,2 Zoll iPad 2019, dem 10,5 Zoll iPad Air und dem 11 Zoll iPad Pro. Diese drei iPads bietet Apple aktuell an und ich werde euch in diesem Video zeigen, worin sich diese drei iPads voneinander unterscheiden und wie stark sie sich unterscheiden. Das iPad 2019 ist dabei sowas wie das Einstiegsmodell für einen Preis ab 379 Euro. Danach in der Mitte haben wir das iPad Air für einen Preis ab 549 Euro und danach kommt das iPad Pro für einen Preis ab 879 Euro. Ihr seht hier auch jeweils die ganzen Speichergrößen eingeblendet, die es bei den iPads gibt und natürlich gibt es auch eine Wi-Fi plus Cellular Version mit einer eSIM. Hier haben wir nur die Wi-Fi-Modelle. Das iPad und das iPad Air sehen von hinten eigentlich sich zum Verwechseln ähnlich. Das iPad Pro, da könnte man sagen, ja, das sieht von hinten schon ein bisschen anders aus. Aber wenn wir uns das mal etwas genauer ansehen, stellen wir fest, das iPad 2019 sieht eigentlich genauso aus wie die iPads der letzten Jahre. Dieses klassische iPad-Design, das wir bisher eben schon des Öfteren hatten. Das iPad Air eigentlich genauso. Nur da fällt vielleicht jetzt schon auf, dass das eine Spur dünner ist als das iPad 2019. Und das iPad Pro setzt auf ein etwas anderes Design, auf ein kantigeres Design. Erinnert mich ein bisschen an ein MacBook Pro. Das heißt, das iPad Pro sieht schon ein bisschen anders aus als die bisherigen iPads. Und was die Dicke angeht, haben wir jetzt links das iPad 2019, rechts das iPad Air. Und wir sehen, da ist schon ein Unterschied. Man merkt das auch, finde ich, wenn man es nicht direkt vergleicht. Und auf der anderen Seite, das iPad Pro im Vergleich zum iPad Air, da sehen wir, dass das iPad Pro nochmal eine ganz kleine Spur dünner ist, aber nicht viel. Und hier noch der Vergleich zwischen iPad 2019 und iPad Pro. Dann kommen wir als nächstes zum Display. Ich blende euch hier mal so die technischen Daten dieser drei Displays ein und da erkennen wir auch schon anhand dieser Daten, dass das iPad Air und das iPad Pro qualitativ eigentlich gleich gut sind. Das iPad 2019 ist hier etwas reduzierter. Dennoch bietet es ein gutes Display. Ich habe mit dem iPad ein bisschen Zeit verbracht und muss sagen, als iPad Pro User fällt mir da gar kein so großer Unterschied auf. Der Unterschied ist da und man sieht ihn auch, finde ich, aber dennoch bieten hier alle drei iPads insgesamt gute Displays. iPad Air und iPad Pro haben dann einfach wirklich sehr gute Displays. Der Hauptunterschied ist hier aber, dass das iPad 2019 kein vollständig laminiertes Display hat. Wir sehen hier so einen Zwischenraum zwischen dem Glas, das ihr oben berühren könnt, und der Anzeigefläche darunter. Beim iPad Air und beim iPad Pro gibt es das nicht. Da ist es fast so, als ob man direkt das berührt, was auf dem Display angezeigt wird. Auch das Glas hat eine Antireflexiv-Eigenschaft beim iPad Air und iPad Pro. Wir sehen, dass das deutlich weniger spiegelt, als es beim iPad 2019 der Fall ist. Diesen Unterschied erkennt man auch, wenn die iPads ausgeschaltet sind, also diese Antireflexivbeschichtung vom iPad Air und iPad Pro und die Eigenschaft, dass die Displays vollständig laminiert sind, machen dann letztendlich diesen Unterschied aus. Und das ist qualitativ, denke ich, schon auch ein Unterschied. Letztendlich sieht es aber trotzdem auf dem iPad gut aus, das muss ich immer wieder dazu sagen. Das iPad und das iPad Air kommen auf eine maximale Helligkeit von guten 500 Nits, das iPad Pro ist hier noch eine Spur besser mit maximal 600 Nits. Und durch das jeweils größer werdende Display, das wir hier haben, also 10,2, 10,5 und 11 Zoll, passt natürlich mehr Inhalt drauf. Hier seht ihr das jetzt im Hochformat, bedenkt natürlich, im Querformat habe ich dann mehr Platz in der Breite, zum Beispiel auch für Anwendungen, die ich dann im Splitscreen-Modus benutze. Und bezüglich Displaygröße darf man natürlich auch nicht die Tatsache vergessen, dass es vom iPad Pro auch eine 12,9 Zoll Version gibt. Das iPad Air und das iPad Pro haben ein True-Tone-Display, das iPad 2019 hat diese Funktion nicht. Und auch ein sehr wichtiger Unterschied, das iPad und das iPad Air haben ein klassisches 60-Hertz-Display, so wie wir es eigentlich von den meisten Geräten auch kennen. Das iPad Pro hat das ProMotion-Display mit bis zu 120-Hertz Bildwiederholfrequenz. Das sieht man im Video vielleicht nicht sehr gut, diesen Unterschied, weil das Video einfach mit 30 FPS aufgenommen wird, aber in echt sieht man es sehr deutlich und es ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger qualitativer Unterschied. Im iPad 2019 arbeitet Touch ID der ersten Generation, im iPad Air Touch ID der zweiten Generation. Und im iPad Pro haben wir kein Touch ID, sondern Face ID. Ich persönlich finde Face ID generell als etwas praktischer, gerade am iPad, weil das ja ein größeres Gerät ist als ein iPhone zum Beispiel. Aber letztendlich macht es auch keinen großen Unterschied, ob man Touch ID oder Face ID hat. Grundsätzlich funktionieren beide sehr gut, beide sehr schnell. Also sehe ich das jetzt nicht wirklich als einen Nachteil, wenn man jetzt Touch ID statt Face ID hat. Bei den Kameras gibt es einen relativ deutlichen Unterschied, jetzt mal unabhängig davon, ob die Kamera am iPad wirklich so wichtig ist, das muss jeder für sich entscheiden, wie wichtig das einem ist, aber wir haben beim iPad 2019 und iPad Air qualitativ die Kamera von einem iPhone 6 und beim iPad Pro ist es ungefähr so eine Mischung aus einem iPhone 10s und einem iPhone 7. Ihr seht also, da gibt es qualitativ durchaus einen Unterschied, aber ich finde, dass alle drei Kameras gut genug sind, um damit zum Beispiel Dokumente zu scannen. Das iPad Pro wird es vielleicht noch etwas besser hinbekommen. Es hat einen Blitz, das sorgt dann bei schlechten Lichtverhältnissen für bessere Bilder. Aber unabhängig von all dem muss man sich sowieso mal überlegen, wie wichtig einem die Kamera beim iPad überhaupt ist. Bei der Frontkamera sieht es ähnlich aus. Das iPad und das iPad Air haben die Frontkamera von einem iPhone 6. Das iPad Pro hat die Frontkamera von einem iPhone 10s.
Für die Performance ist im iPad 2019 der A10 Fusion Chip zuständig mit 3 GB RAM, im iPad Air arbeitet der A12 Bionic mit ebenfalls 3 GB RAM und im iPad Pro haben wir den A12X Bionic mit 4 GB RAM, beziehungsweise wenn man 1 TB hier nimmt, hat man noch etwas mehr RAM. Und da unterscheiden sich diese drei iPads doch recht stark voneinander. Was das iPad Pro hier abliefert, ist wirklich beeindruckend, vor allem für so ein dünnes Tablet, wenn wir jetzt zumindest die Benchmark-Werte hier uns ansehen bei der CPU und ihr werdet auch gleich die GPU-Leistung sehen, aber es stellt sich auch hier natürlich die Frage, wie viel brauche ich denn eigentlich? Das iPad Pro hat vielleicht eine beeindruckende Leistung. Das iPad Air hat vielleicht auch eine sehr gute Leistung und das iPad sieht dagegen schon etwas schwächer aus, aber es zählt ja tatsächlich, wie sieht es denn im Alltag aus und wie viel brauche ich, wie gesagt, davon. Bei den alltäglichen Dingen ist es nämlich ganz einfach so, dass es keinen so großen Unterschied gibt. Bei diesen einfacheren Anwendungen, sage ich mal. Die Dinge, die man sehr häufig benutzt, wie zum Beispiel Safari, Mail, Notizen-App, Kalender, vielleicht auch die Musik-App und so weiter. Diese Apps brauchen nicht so viel Leistung, daher hat man auch nicht wirklich einen Vorteil, wenn man dann mehr Leistung zur Verfügung hat mit einem iPad Pro oder iPad Air. Natürlich gibt es einen feinen Unterschied. Natürlich sehen wir, dass das Öffnen von manchen Apps auf einem iPad Pro gefühlt noch eine Spur schneller geht. Wir sehen das jetzt hier zum Beispiel im direkten Vergleich, aber ich denke, auf sowas kommt es auch nicht an im Endeffekt. Sogar leistungsaufwendigere Dinge wie grafikintensive Spiele laden vielleicht auf einem iPad Pro schneller, aber spielen kann ich sie auf beiden Geräten. Auf dem iPad Pro läuft es gefühlt noch flüssiger, durch das ProMotion Display wahrscheinlich, aber auch durch eine höhere FPS-Anzahl, mit der das Spiel ausgeführt wird. Beim iPad 2019 fühlt es sich vielleicht wie 30 FPS an, aber was zählt ist, denke ich, die Tatsache, dass man auf beiden Geräten diese Spiele grundsätzlich spielen kann, auch wenn es grafikintensivere Anwendungen sind. Hier haben wir jetzt Videoüberarbeitung in der App Nlyte VideoLib, ein 4K-Video, das mit 60 FPS aufgenommen wurde, auf allen drei Geräten genau gleich bearbeitet, entsprechend gleiche Bedingungen. Und als das iPad Pro hier schon fertig war, war das iPad Air noch bei 79% und das iPad 2019 noch bei 54%. Das heißt, bei solchen Dingen, wo wirklich die volle Leistung des Gerätes genutzt wird, da machen sich dann Unterschiede tatsächlich bemerkbar. Das heißt, man muss sich hier ganz klar die Frage stellen, was habe ich denn alles mit meinem iPad vor, was will ich damit machen? Brauche ich wirklich die Leistung von einem iPad Pro oder reicht mir auch die Leistung von einem iPad Air oder sogar von einem iPad 2019 aus? Bezüglich Akkulaufzeit gibt Apple an, dass alle drei iPads genau gleich lang halten sollen. Es kommt natürlich immer darauf an, was man mit seinem iPad macht. Wenn ich aber mein iPad etwas weniger benutze, dann hält es meistens 2 bis 3 Tage. Wenn ich sehr viel damit arbeite, dann geht sich ein Tag angenehm aus. Beim iPad 2019 ist dieser 10 Watt USB Power Adapter beigelegt mit einem USB auf Lightning Kabel. Beim iPad Air im Prinzip genau das gleiche, nur mit einem 12 Watt USB Power Adapter. Und das iPad Pro hat einen 18 Watt USB-C Power Adapter. Damit wird das iPad Pro spürbar schneller aufgeladen, aber es geht ja hier nur um das beigelegte Ladegerät. Die anderen zwei iPads können mit einem stärkeren Ladegerät genauso schneller aufgeladen werden. Alle drei iPads unterstützen den Apple Pencil. Dabei kann man auf dem iPad 2019 und dem iPad Air den Apple Pencil der ersten Generation nutzen und am iPad Pro den Apple Pencil der zweiten Generation. Das heißt, hier hat man nochmal den Unterschied zwischen diesen zwei Apple Pencil Modellen. Die zweite Generation ist dabei etwas kürzer als die erste Generation, weil wir ja da noch den Lightning-Anschluss haben. Die zweite Generation bietet eine matte Oberfläche, während die von der ersten Generation eher glänzend ist. Und wir haben diese abgeflachte Stelle hier, das wird ja nämlich an der Seite vom iPad angebracht. Das ist meiner Meinung nach so ein kleiner Vorteil, wenn ich da meinen Daumen so drauf beim Schreiben ablegen kann. Aber bei der ersten Generation ist das alles dennoch auch sehr gut, muss man natürlich sagen. Die zweite Generation wird ja, da sie keinen Lightning-Anschluss hat, eben magnetisch an der Seitenkante vom iPad angebracht, dabei induktiv geladen und auch gleich mit dem iPad gekoppelt. Was mir da ganz gut gefällt, ist die Tatsache, dass absichtliches Entfernen vom iPad nicht so gut klappt, aber bewusstes Entfernen dafür sehr angenehm geht, also die Magnete sind hier sehr gut ausbalanciert. Und ein weiterer Vorteil von der zweiten Generation ist diese Doppel-Tap-Funktion auf die Oberfläche. Da kann ich immer zwischen zwei Werkzeugen wechseln. Das kann grundsätzlich konfiguriert werden in den Einstellungen, was da passieren soll. Ich wechsle jetzt hier einfach zwischen dem Stift, den ich gerade benutzt habe, und dem Radiergummi. Ich schreibe jetzt hier mal auf dem iPad 2019 und ich finde, hier fällt schon mal ganz gut das nicht vollständig laminierte Display auf. Das heißt, zwischen der Spitze vom Apple Pencil und dem Strich, der auf dem Display entsteht, ist so ein Zwischenraum, so ein Abstand. Der Strich klebt also nicht direkt an der Spitze vom Apple Pencil. Das ist etwas, was man bei genauem Hinsehen merkt, auch beim Schreiben, im Unterschied zu einem iPad Pro zum Beispiel merkt, aber letztendlich funktioniert das hier trotzdem angenehm gut. Die Reaktionszeit ist auch sehr schnell, das, was ihr da seht, ist bereits verlangsamt. Man merkt aber, dass der Strich ein klein wenig nachhängt aufgrund des 60 Hz Displays. Beim iPad Air haben wir das genauso mit den 60 Hz, aber es ist ja vollständig laminiert. Das heißt, hier haben wir nicht mehr diesen Zwischenraum zwischen Apple Pencil Spitze und Strich. Das wirkt hier also noch etwas realistischer. Und beim iPad Pro haben
haben wir das 120 Hz ProMotion Display und das vollständig laminierte Display. Das heißt, hier sehen wir vor allem, ohne dass ich das Video schon verlangsame, einen Unterschied, finde ich. Die Reaktionszeit ist hier einfach schneller und sowieso wirkt das sehr realistisch, dadurch, dass der Strich förmlich an der Spitze vom Apple Pencil klebt. Das ist jetzt sogar verlangsamt. Wir sehen sogar im verlangsamten Zustand, merkt man nicht wirklich, dass der Strich hier nachhängt. Aber ich muss dennoch betonen, auf dem iPad und dem iPad Air fühlt sich das trotzdem sehr gut an und wird für viele sicher auch ausreichend sein. Das iPad und das iPad 2019 haben auch diesen Smart Connector auf der Seite. Somit kann man zum Beispiel das Smart Keyboard von Apple hier nutzen. Das heißt, das iPad kann dann hier in diesen Spalt so reingestellt werden, hält dann magnetisch an dieser Stelle eben, wird aber nur an dieser Kante gehalten. Das heißt, die Stabilität ist entsprechend zum Beispiel nicht so gut wie bei einem Smart Keyboard Folio bei einem iPad Pro. Das werden wir dann auch gleich sehen, wie das dort ist. Es ist gut, aber es kann schon mal passieren, dass das iPad dann bei einem festeren Druck oder wenn man da ankommt, etwas fester ankommt natürlich, dass das dann so rausfällt. Ist mir in der Praxis aber auch nicht so oft passiert, aber es kann vorkommen. Beim iPad Pro haben wir den Smart Connector hier unten und es sind insgesamt 102 Magnete auf der kompletten Fläche vom iPad verteilt. Beim Smart Keyboard Folio wird das dann einfach so draufgelegt und dadurch, dass wir hier so viele Magnete haben, hält das entsprechend auch wirklich sehr fest. Und hier gilt wieder Ähnliches. Ich kann das iPad bewusst sehr angenehm vom Smart Keyboard entfernen, aber unabsichtliches Entfernen geht dafür deutlich schwieriger. Und die Stabilität ist hier auch besser, dadurch, dass das eben von der kompletten Fläche gehalten wird und dass das da hinten auch irgendwie so abgefedert wird, finde ich, ist eben die Stabilität hier spürbar besser. Das heißt, ich könnte das iPad auch so ein bisschen wie einen Laptop halten. So stabil wie ein Laptop ist es natürlich trotzdem nicht, aber es ist besser als beim normalen Smart Keyboard. Auch das Arbeiten auf dem Schoß ist etwas stabiler und angenehmer. Mit dem normalen Smart Keyboard bei den anderen iPads geht das alles natürlich auch. Ich habe das schon selber in der Vergangenheit öfters gemacht, aber im direkten Vergleich zum iPad Pro merkt man einfach, dass das hier verbessert wurde. Das iPad 2019 und das iPad Air haben zwei Lautsprecher, Stereo-Lautsprecher, so wie das von Apple angegeben, an der Unterseite. Diesen Stereo-Effekt hat man aber eher nur im Hochformat. Wenn man das iPad im Querformat hält, sind ja die Lautsprecher nur auf einer Seite. Somit hat man diesen Stereo-Effekt dann natürlich nicht mehr. Beim iPad Pro haben wir zusätzlich zu den zwei Lautsprechern, die es hier an der Unterseite gibt, auch zwei weitere an der Oberseite, also insgesamt vier Lautsprecher. Das heißt, so oder so, egal wie man es hält, hat man diesen Stereo-Effekt. Qualitativ gibt es hier auch einen Unterschied, den man merkt. Das iPad Pro klingt wirklich sehr gut. Die anderen iPads machen das aber auch sehr gut. Wie man es von Apple-Geräten grundsätzlich kennt, haben die eine gute Soundqualität und können auch schön laut werden. Das iPad und das iPad Air, beide haben hier oben zwei Mikrofone. Beim iPad Pro sind es ein bisschen mehr. Da haben wir auch diese zwei Mikrofone oben, ein weiteres an der Seitenkante. Eines ist vorne neben der Frontkamera und ein fünftes Mikrofon gibt es dann hinten unterhalb der Hauptkamera. Und dann gibt es natürlich auch einen Unterschied bei den Anschlüssen. Beim iPad und iPad Air haben wir Lightning und beim iPad Pro USB-C. Egal welchen Anschluss man hier hat, man braucht so oder so Adapter, aber USB-C ist natürlich USB-C und ist mehr so der universelle Anschluss, der inzwischen schon von viel mehr Geräten unterstützt wird und es werden auch immer mehr. Man kann hier auch zum Beispiel einen USB-C-Hub anschließen, hat dann in einem gleich viele verschiedene Anschlüsse und es ist einfach mit USB-C bequemer. Bei Lightning kann ich auch viele Dinge anschließen, die ich bei USB-C anschließen kann, nur benötige ich halt dann dafür diese speziellen Lightning-Adapter. Da gibt es einen Lightning-SD-Kartenreader, einen Lightning-auf-USB-Adapter, um zum Beispiel externe Speichermedien anzuschließen. Es geht also, aber man braucht wie gesagt diese speziellen Adapter dann dafür. Bezüglich WLAN kann man sagen, dass man bei allen drei iPads ungefähr gleich gut ausgestattet ist. Bezüglich Bluetooth hat das iPad 2019 4.2, das iPad Air hat 5.0 und das iPad Pro hat ebenso 5.0. Wer jetzt vor einer Entscheidung steht, muss, wie ich bereits gesagt habe, sich einfach mal überlegen, was habe ich denn mit meinem iPad alles vor, wofür kaufe ich eigentlich ein iPad? Vielen wird ein iPad 2019 völlig ausreichen. Wer mehr haben möchte, hat meiner Meinung nach mit dem iPad Air so die optimale Mitte. Und wer noch mehr haben möchte, beziehungsweise das Beste, was es momentan bezüglich iPad gibt, der hat das dann mit dem iPad Pro. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen auch bei einer Entscheidung helfen. Wenn ihr an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, mich aber noch nicht abonniert habt, dann klickt auf Abonnieren und ihr könnt mir auch sehr gerne auf Facebook, Instagram und Twitter folgen. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.